Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Ich wollte gerade 7 Days to Die sagen. Ich schreibe mir gerade mal die Buchstaben einfach so auf. R-A-I-L-L-A. Die 4, wo ist die 5? R-O-A. Und ich vermute mal D. Ja. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Das ist einfach Railroad. Okay. Der Pass, also der Code der Railroad ist Railroad. Okay. Ist sehr easy, würde ich mal so behaupten. Falsch. So. Dann wollen wir mal, wo haben wir dann das R da? R. Fängt also mit R an. A. I. L. Was ist näher? Das O ist näher. Reicht doch, Railroad. Also. Cool. Oh, ich wollte gerade sagen, hoffe ich nehme mich auch auf. Funktioniert nicht. Okay, dann nehmen wir uns einen Umkasten. Stehen bleiben. Du hast dir eine Menge Mühe gemacht, dieses Treffen zu arrangieren. Aber bevor wir fortfahren, beantwortest du mir ein paar Fragen. Wer zum Teufel bist du? Warum verratet ihr mir nicht zuerst, wer ihr seid? In einer Welt voller Misstrauen, Verrat und Jägern sind wir die einzigen Freunde der Synths. Wir sind die Railroad. Also, beantworte meine Frage. Ich bin dem Weg der Freiheit gefolgt, um die Railroad zu finden. Ich bin nicht euer Feind. Wenn das wahr ist, hast du nichts zu befürchten? Wer hat dir verraten, wie du mit uns in Kontakt treten kannst? Ich habe in Good Neighbor ein Gerücht über euch gehört. Verstehe. Ich bin Desdemona und ich bin die Anführerin der Railroad. Und du? Deacon, wo warst du? Ihr feiert eine Party? Warum bin ich nicht eingeladen? Ich brauche Informationen. Wer ist das? Wow, Sondermeldung, Boss. Der Kerl hier ist da draußen eine ziemlich große Nummer. Kennen wir uns? Ich muss dich nicht kennen, um von dir gehört zu haben. Du hast für Aufsehen gesorgt, Kumpel. Du hast Amelia Stockton von diesen Irren in Covenant gerettet. Das ist eine Menge wert, wenn du mich fragst. Das ist aber noch nicht alles. Die Railroad schuldet dir eine Kiste. Nein, eine verdammte Wagenladung Nuka-Cola für das, was du mit Kellogg getan hast. Er war unser Erzfeind. Du bürgst also für ihn? Ja, vertrau mir. Wir brauchen einen Verbündeten wie ihn. Das ändert einiges. Also, warum wolltest du dich überhaupt mit uns treffen? Mein Sohn Sean wurde entführt. Ich brauche Hilfe bei der Suche nach ihm. Jemand hat deinen Sohn entführt? Schrecklich. Weißt du, wer es war? Ich hoffe für dich, dass das Institut damit nichts zu tun hat. Kellogg hat ihn entführt. Nun, du hattest deine Rache. Aber das bringt dir deinen Sohn auch nicht wieder zurück. Deacon soll sich drum kümmern. Wenn jemand eine Spur zu deinem Sohn finden kann, dann er. Wenn wir mit dir zusammenarbeiten, müssen wir auf derselben Seite sein. Du weißt, was ein Synth ist, oder? Ja, ich bin bestens über sie informiert. Gut. Das Institut betrachtet Synths als ihr Eigentum, als Werkzeuge. Okay. Rede weiter. Es ist unser Ziel, die Synths von ihrer Knechtschaft zu befreien. Ihnen eine Chance auf ein echtes Leben zu geben. Die entscheidende Frage ist,
würdest du dein Leben für deine Mitmenschen aufs Spiel setzen. Auch wenn es sich dabei um Synths handelt. Kommt auf die Umstände an. Es gibt da keinen Mittelweg. Würdest du für einen Synth dein Leben riskieren oder nicht? Weiß es nicht. Könntest du das präziser ausführen? Antworte aus dem Bauch heraus, mit deinem Herzen. Würdest du dich für einen Synth in Gefahr bringen? Ich weiß es eben nicht. Das ist mein Problem, weil ich jetzt dran antworte. Ich sag ich habe einmal geschworen, meine Landsleute mit meinem Leben zu verteidigen. Ich sehe da keinen Unterschied. Gut gesagt. Wir tun, was wir können, um deinen vermissten Sohn zu finden. Was das Institut deiner Familie und anderen angetan hat, treibt uns an. Normalerweise wärst du genau der Menschenschlag, den wir rekrutieren würden. Aber im Moment fehlt uns die Zeit, neue Agenten auszubilden. Es gibt jedoch andere Möglichkeiten, wie du deinen Beitrag leisten kannst. Und im Gegenzug helfen wir dir. Deacon erklärt es dir genauer. Du kannst jetzt gehen. Okay. Kann ich jetzt meine Lichter ausschalten? Danke. Verzeih bitte den Empfang. Wenn man mit dem Institut Tango tanzt, muss man vorsichtig sein, wenn neue Partner das Parkett betreten. Müsst ihr wirklich so übervorsichtig sein? Die Vorsichtsmaßnahmen sind nötig. In unserer Branche ist man erledigt, sobald man seinen Gegner unterschätzt. Aber jetzt ist alles gut. Ich habe für dich gebürgt, niemand wurde erschossen. Trotzdem wäre ich dir sehr verbunden, wenn du uns nicht an das Institut verrätst. Danke. Ja, das meinst du sowieso nicht. Also, verrat es mir. Warum hast du für mich gebürgt? In unserer kleinen Truppe ist es meine Aufgabe, Dinge zu wissen. Und anhand deiner Taten sieht man, dass du was drauf hast, also ein gefährlicher Feind wärst. Und sicher auch ein wertvoller Verbündeter. Okay. Aber woher das Vertrauen? Glaubst du mir das alles einfach so? Ich weiß nicht, ob wir dir vertrauen können. Aber ich hoffe es. Wir haben gerade eine schwere Krise überstanden und suchen dringend nach neuen Leuten. Wenn alles eitel Sonnenschein wäre, würden wir das Kennenlernspielchen wohl ausdehnen. Aber wir haben diesen Luxus nicht. Keine Angst, ich verrate euer Geheimnis nicht. Das wollte ich hören. Des möchte, dass ich einen Touristen aus dir mache. So nennen wir Leute, die hier und da aushelfen. Was für eine Verschwendung. Ich sage es ganz einfach frei heraus. Die Railroad braucht dich. Braucht mich? Sicher, dass ihr mich braucht? Desdemona war es offenbar egal. Sie denkt einfach nur an die Zeit und die Personalstunden, die sie in deine Ausbildung investieren müsste. Und wenn du ein Vorstadtbauer wärst, der nichts drauf hat, hätte sie auch recht. Aber jede Wette, dass jemand wie du nur ein paar Hinweise und ein Ziel braucht. Ja, das stimmt. Bin ganz Ohr. Ich hab da einen Auftrag. Zu groß für mich, perfekt für uns beide. Du hilfst mir, alle sind begeistert und Daz lädt dich in unsere Schar ein. Wenn du dann einmal ein Problem hast und Hilfe brauchst, sind deine Freunde von der Railroad für dich da. Was für ein Job ist das? Aktuell kann ich dir nur sagen, dass es eine wilde und gefährliche Reise werden wird. Das ist für jemanden wie dich aber wohl nichts Besonderes. Nee. Gut, dann bin ich dabei. Perfekto. Treffen wir uns am alten Freeway vor Lexington. Dort erzähle ich dir genaueres. Okay. Sieht ja sehr interessant hier aus. Kann ich eigentlich... Wir gehen getrennt raus, nachdem du weg bist. Hier sollte man am besten keine Aufmerksamkeit erregen. Okay, ja, ich will mich mal hier umschauen. Hier ist nichts. Da auch nicht. Hey. Da auch nicht. Schade. Okay. Aber wir haben den Code hier geknackt. Yay, wir sind gut. Das war auch sehr schwer. Aber ich muss dazu sagen, es gehört einfach immer dazu. Deswegen habe ich es auch durchgezogen. Man hätte sich auch denken können, dass da Railroad rauskommt. Rein theoretisch, ja. Mein Gott. Alter! Boah! Musst du mir so einen Herzinfarkt verpassen? Hä? Oh Gott, Kind, ey. Also nicht Kind, sondern... Er ist ja nicht mein Kind. Potswurf! Warum tust du das? Warum machst du mir so einen Herzinfarkt? Alter! Ich hab gedacht, was kommt denn da jetzt um die Ecke geschossen? Oh, um Himmels Willen, Junge! Der macht mich fertig, macht er mich. Der macht mich mega fertig.
Ich dauert wieder länger wahrscheinlich. Wir sehen uns gleich wieder. Ah. Geht weiter. Yay. So, wo soll ich denn hinkommen? Da oben schon mal nicht. Sollte eventuell. Möchte ich mit Deacon an der, bei der alten Autobahn. So. Die alte Autobahn. Da! Okay, wir gehen nach Walt Poden. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Yay, wir sind bald 39. Und ja, haben es gehört. Wo war dann die 8 gewesen? Ich glaube, ich habe einen Deckel verpasst gehabt. Aber nicht so schlimm, wir haben es ja geknackt. Mir ist erst aufgefallen, ich so, da fehlt doch was. Muss ich auch hier lang? Nö. Ich hab gerade auf den anderen, auf was anderes hier. Da muss ich hin. Hallo und willkommen am Walden Pond. Okay. Die Rose Hütte hat die Bomben überstanden. Ich wette, er hätte nicht gedacht, dass ein Atomkrieg nötig sein würde, um uns so einfach leben zu können. Keine Ahnung, wovon er quatscht. Ich trau diesen Affen nicht. Aber hey, ich habe hier noch Zeug zum Plündern, also. Was wird recht sein? Geschafft. Solch eine Unordnung. Ich wüsste gar nicht, wo ich hier mit ihm aufräumen anfangen sollte. Am liebsten würde ich jetzt ihn wieder rausschmeißen oder ihm zumindest das Maul zukleben. Soll mich sein Gelaber eher nervig finde als vorteilhaft. Scheiße, hab ich vergessen zu lesen. Moment. Inventar da. A, B, C, D, E, F, G, H, I und K, L, M. Wenn du das hier liest, bist du ein Dummkopf. Ich sage zum letzten Mal, wir schließen diese Tür. Nutze den Eingang im Abwasserrohr. Wenn du es nur noch mal vergisst, kannst du draußen bleiben, Walter. Ich will aber da rein. Ich komme da rein. Mit meinen 5 Millionen Haarnadeln, die ich irgendwie habe. Auch wenn ich sie alle zerbreche. Ich komme da rein. Okay, wir haben schon mal einen Ansatz. Geht doch. Wie schön. Ja. Wir sollten eigentlich woanders hin, aber ihr kennt mich ja. Ich habe jetzt was entdeckt, muss ich jetzt erstmal plündern. Machen wir kurzen Prozess, ja. Okay, habe ich gemacht. Was ist denn da? Alter, muss mich so erschrecken, Junge. Das war's schon. Das war jetzt wieder aus Versehen auf den Kopf gezielt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Wieder mal. Ah, hallo. Hi. Nett. Ja. So, erstmal Zeug rausziehen, damit es auch gleich griffbereit ist. Den Helm, diesen, den ich jetzt aufgesammelt habe, den könnte ich in links gebrauchen. Meine Güte, der Staub! Und nochmal. Nee, dachte, schade. Hätte ich mir noch eine Launchbox gefreut. Was haben wir denn hier noch so alles? Dosen, die sammle ich jetzt nicht alle auf.
Hier haben wir noch ein bisschen was. Hier haben wir einen Besen. Das war's schon. Großartig hier. Ah ne, hier ist ein Seif. Cool. Und noch Alkohol. Was haben wir noch? Ah, hier. So, da haben wir auch noch ein bisschen was. Wochenteile von ihnen finden. Merkst du jetzt? Mhm. Bis auf den letzten Mann. Yay, hey, Level 39. Okay, man hätte wahrscheinlich definitiv das hier früher finden müssen. Da fällt sogar die nackische Frau um. Habe ich ja immer noch, warum die das hier sammeln? Also solche Figuren einfach nicht, um allein zu sein oder so? Traurig, dass so etwas heutzutage nötig ist. Lebt wohl, oh ihr verschlossenen Typen. Oh ihr verschlossenen, was? Geschichte eines Dörffleischverkaufers. Nett. Halt dauerhaft bessere Preise, wenn du... Oh Gott. Hey, cool. Oh Mann. Okay. Beim Kanal wieder raus. Cool. Wir waren jetzt einmal sozusagen im Kreis gelaufen wahrscheinlich. Und jetzt gehen wir zur Autobahn endlich. Nachdem wir wahrscheinlich im verstrahlten Wasser landen, wie ich mich kenne. Aber wir drücken hier wieder Pause. Bis gleich. Wir hatten Glück gehabt, wir sind nicht im verstrahlten Wasser gelandet. Also direkt zumindest. Jetzt kommen wir zur Autobahn. Okay. Oh, wir sind sogar in der Nähe von einer Siedlung von mir. Wusste ich gerade gar nicht. Da ist noch eine Hütte. Ich kaufe und verkaufe. Zeig einfach mal, was du hast, dann sehen wir, ob wir uns einig werden. Ich werde mal hier das da ausmachen. Hey. Ich hab den besten Schrott im Commonwealth. Okay. Hast du in letzter Zeit was gehört? Nichts, was dich interessieren würde. Ich habe hier allerdings Waren, die ich loswerden muss. Vielleicht ist da was für dich dabei. Klar, ich schau's mir an. Okay, was haben wir denn hier? Katzenfleisch. Arme Miezekatzen. Hier sind ein paar interessante Sachen dabei. Eventuell wegen Dings, aber... Entschuldigung. Also es werdet ihr öfters hören, das Kreuzband. Ich kann es nicht abschalten, tut mir leid. Moment mal. Okay, da kommen Leute runtergeflogen. Auch nicht schlecht. Und sie sind natürlich tot. Klar. Naja, soll mir recht sein, ne? Jetzt muss ich mich nicht drum kümmern. Deacon? Bist du das? Gefällt dir die Verkleidung? Meine Ödländer-Tarnung? Das hier ist mein Müllhaufen, Arschloch. Verpiss dich! Gut, nicht wahr? Hast Glück, dass ich nicht auch mein Gesicht getauscht habe. Kannst dein Gesicht wechseln? Ich lege mich alle ein, 2 Jahre unter das Messer. Neues Gesicht, neuer Körper, Runderneuerung, um meine Feinde zu verwirren. Okay. Ich hätte dich fast nicht erkannt. Darum ging's ja. Kommen wir zum Auftrag. Die Railroad nutzt erst seit kurzem die Old North Church. Unsere alte Basis war unter Slocum Joe's. Wir hatten uns echt gut eingerichtet, bis das Institut uns schließlich fand.
Hört sich echt schlimm an. Das war eine echte Katastrophe. Ein Gemetzel. Den Überlebenden fehlte die Zeit, alles mitzunehmen. Da sind noch ein paar Dinge, die wir rausholen können. Okay. Wonach genau suchen wir? Das verrate ich dir, wenn wir drin sind. Ich weiß, dass das blöd ist, aber strategisches Unwissen hat unsere Organisation schon so manches Mal gerettet. Wir haben einen Touristen in der Nähe. Er oder sie hat Infos über die Basis. Also besuchen wir ihn, bevor es losgeht. Fürs Erste gehe ich mal vor. Okay. Also ich suche nach Bahnsignalen, Symbole, mit denen wir einander Botschaften schicken. Wenn du so willst, haben wir Zeichen und Gegenzeichen, tote Briefkästen, sogar einen geheimen Handschlag. Gut, der Handschlag wurde nie richtig angenommen. Wie dem auch sei, der Tourist sollte uns eine Spur hinterlassen haben. Gibt es diesen Film, der heißt auch der Tourist, oder? Das ist ja ein Bahnsignal. Der Pfeil in der Mitte zeigt die Richtung an. Unser Tourist ist also vor uns. Gehen wir weiter. Okay, das sind also die Zeichen. Cool. Okay, wir müssen wahrscheinlich auf ihn warten. Lauf doch schneller, Junge. Warum laufen die immer so lahmarschig? Und das nächste Bahnsignal. Genau hier. Hä? Oh. Geh nur Schule, hä? Ich habe das Signal nicht gesehen, aber egal. Und noch eins. Wir sind sicher gleich da. Ich komme gerade erst in Fahrt. Okay, hier ist uns. Hier. Nuka-Cola Quantum. Ja, weiter, komm. Auf. Ich warte nur auf dich, Junge. Ja, läufst du auch mal. Ja, es geht mal schneller vorwärts. Siehst du das Pluszeichen in der Mitte? Das heißt, dass ein Verbündeter in der Nähe ist. Oder ein Tourist. Du übernimmst das Reden. Egal, was er sagt, du antwortest, meiner ist in der Werkstatt. Vertrau mir. Kinderspiel, aber da muss man einfach zugreifen. Ich will erst mal gucken, was hier noch ist. Lalalalalala. Erstmal alles plündern. Das ist viel wichtiger als irgendjemand, was meiner ist in der Werkstatt. Ich hab's vergessen. Nein, 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 nein. Nicht hinsetzen. Ne. Entschuldigung? Dem Himmel sei Dank. Hast du einen Geigerzähler? Hast du einen gottverdammten Geigerzähler? Meiner ist in der Werkstatt. Wer zur Hölle ist der da? Das Hauptquartier wollte einen Agenten schicken, nicht zwei. Tut mir leid, ich bin neu. Er zeigt mir gerade, wie alles so läuft. Schon gut. Die Mauer sei mein Zeuge. Ich dachte, ich wäre tot. Höchste Zeit, dass ihr Mistkerl aus dem Hauptquartier endlich auftaucht. Okay, wie freundlich. Bist du in Gefahr? Ich habe mich für leichte Aufklärung gemeldet. Aber in eurem Slocum-Jaws wimmelt es nur so. Vor gottverdammten Sündwichsern mit Chromschädeln. Wenn sie mich noch nicht gefunden haben, sehen sie mich, sobald ich hier abhaue. Ich sitze in der Falle. Die Front ist von vorne bis hinten befestigt. Die haben da alles mit Minen vollgestopft. Die haben ein Minenfeld? Ja, die Mutter aller Minenfelder. Unmöglich, da eine Karte zu zeichnen. Man hört's. Entschuldigung, ich muss mich eben mal ganz laut räuspern. Ich weiß zu schätzen, was du getan hast. Ich hoffe, es hilft auch was. Wirklich.
Sobald es sicher ist, verziehe ich mich schleunigst von hier. Wenn du also noch was brauchst, solltest du mich bald fragen. Ich sehe noch einen Hintergrund auf das Zeug fliegen. Oh Mann. Unser Ricky ist ja ein echter Sonnenschein. Meinst du, er sagt die Wahrheit? Wahrscheinlich sagt er die Wahrheit. Aber das weiß man nie genau. Meine Meinung. Ich denke, wir können ihm glauben. Die erste Regel in diesem Geschäft ist es, nie gegen sein Gespür zu handeln. Wenn wir ihn also beim Wort nehmen, an der Vordertür lauern Minen, Zins und sicher auch ein paar andere spannende Dinge. Wir gehen also durch den Fluchttunnel rein. Der Donutladen hat einen Fluchttunnel? Hatte nicht jeder einen Fluchttunnel? Aber im Ernst, dem Himmel sei Dank für diesen Tunnel. Ohne würde es keine Railroad mehr geben. Der Tunnel ist sicher einfacher als ein Frontalangriff. Einfacher, aber kein Spaziergang. Geh vor, Kumpel. Ich gebe dir Deckung. Okay. Porte. Wie komme ich noch hier runter, ohne dass ich drauf gehe? Ich das hasse. Was ist, wenn es keinen direkten Weg nach unten gibt? Den Weg nach unten? Nö, nur einen tödlichen. Das ist doof. Den ganzen Weg zurückklatschen, nur damit ich den Weg nach unten kriege. So. Wo ist eigentlich Cotsworth? Ach da. Haben Gedanken gemacht. Was ist denn das? Nicht bewegen. Alles ist. Aber Hund. Ein bisschen Staub, doch das Öl in Wallung bringen kann. Ich hab's zumindest versucht. Ich wollte nicht alle umbringen. Okay. Tut mich sorry, Hundis. Das war nicht ernst. Auch wenn es nicht so klingt, ich meine es wirklich so. Ja. War Drohnen. Gut, 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 gut. Okay, irgendwo hier unten. Ach da. Okay. Ich vermute, dass es da unten ist, woanders kann ich mir nicht vorstellen. Wir sehen uns gleich wieder. Ist sicherer, aber rechnet mit Generation 1 und 2. Höchste Zeit, dass du erfährst, warum wir hier sind. Wir holen uns einen Prototypen, der vom guten Dr. Carrington entwickelt wurde. Was kannst du mir über Generation 1 und 2 erzählen? Anfangs waren die Synths keine perfekten Kopien von Menschen. Das Institut musste sich zu einer solchen Anmaßung erst hocharbeiten. Generation 1 und 2 waren Zwischenstationen. Die Railroad hat noch keinen gemeinsamen Standpunkt, was sie betrifft. Okay. Wo gibt es da Meinungsverschiedenheiten? Alle wollen Generation 3 befreien, die menschenähnlichen Synths. Einige der Synths bei der Railroad, darunter auch Glory, meinen, wir sollten auch früheren Modellen helfen. Aber Generation 1 ist mehr oder weniger so etwas wie ein Protektron. Da wird es schwierig. Kämpfen wir für KI-Rechte, Terminals, Geschütztürme. Sobald das auch nur erwähnt wird, geht die Bude hoch und der alte Streit entfacht erneut. Fazit: Glory und ein paar der anderen gehen nicht auf Missionen wie diese. Okay. Wer ist Dr. Carrington? Wenn alles gut läuft, lernst du ihn auch früh genug kennen.
Von mir aus kann es losgehen. Okay, ich sehe ganz interessant. Als erstes müssen wir die Sicherheitsverriegelung aufheben. Okay, das wird die Sicherheitsverriegelung sein. Den Code kann ich nicht knacken. Ja. Kann kein Code. Zu gut geschützt. Was mache ich jetzt? Wenn wir es lebend hier rausschaffen, garantiere ich dir, dass du aufgenommen wirst. Ja, was bringt mir das jetzt? Ich komme nicht weiter. Ja, auf. Nun, zumindest läuft das Terminal. Ich gebe mal ein paar Kennwörter ein. Nein. 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 Aha. Habt eins übersehen, ihr überheblichen Arschlöcher. Der Prototyp ist tiefer drin. Jemand hat ein Bahnsignal hinterlassen. Oh, das hier bedeutet Ärger. Ja, du armer, toter Mistkerl. Wissen wir. Bewegung entdeckt? Seltsam. Okay, dann versuchen wir mal. Vorsicht, Sir! Ich glaube, wir werden verfolgt. Nee, verfolgt nicht, aber gejagt. Das ist eine andere Sache. Nee, Moment, wir werden nicht gejagt. Eigentlich passiert jetzt gerade gar nichts. Sir, irgendetwas Gutes gefunden. Schüsse aus dem Hinterhalt, was? Hä? Feiglinge! Ach! Okay. Moment. Siehst du das Viereck in der Mitte des Bahnsignals? Das bedeutet, dass in der Nähe etwas versteckt ist. Offenbar konnte Maven etwas in Sicherheit bringen, bevor... Ach, du weißt schon. Schau dich mal um. Okay, aber nicht mehr in dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und hier, lasst ruhig mal einen Kommentar. Ich speichere mal hier eben. Sicher, sicher. Ja, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und man sieht sich, man liest sich, man hört sich. Ciao!